Wenn ich mich vorstelle, sage ich nicht sofort, hallo, ich bin Marcello, ich war im Gefängnis. Ein Fall für Hollywood, der Tatort aber liegt in Zürich. Wenn du Geld hast, bist du jemand. Wenn du kein Geld hast, bist du niemand. Auch wenn du der ehrlichste Mensch der Welt bist. Die Täter mussten nicht nur das Sicherheitssystem, sondern auch den Zeitpunkt des Geldtransportes gekannt haben. Ja, schon mal schockierend. Wahnsinn. Mit Waffen halten die Räuber Postbeamte in Schach. Das ist ein Fahrzeug, wo vorne innen zwei, drei Personen gesessen sind. Das Geld gehörte der Post und war nicht versichert. Ja, schön für die, die es haben, aber ob sie es behalten können. Sieben Männer, ein Postraub. Marcello Di Santo, Postangestellter und Insider, er hat die Idee. Giuseppe V. stellt die Räuberbande zusammen. Elias A. übernimmt die Chefrolle beim Überfall. Hassan B. ist der erste Mann fürs Grobe. Domenico S. der Fahrer. Dieter M., ein Kistenträger. Und Zoran V., der Jüngste der Gruppe und ebenfalls Kistenträger. Zwei der Posträuber, Zoran Veljkovic und Marcello Di Santo, sie erzählen das erste Mal von ihren Träumen und ihrem Scheitern. Das ist alles miteinander gekommen und hauptsächlich waren meine Chef vom Post, also hat mir gesagt, dass für nächstes Jahr wahrscheinlich konnte ich nicht mehr arbeiten, weil ich hatte eine Aushilfe, war ich nur Aushilfe in die Post und mein Vertrag war jedes Jahr zu erneuern. Dann habe ich gesehen, schwarz, also plötzlich die Möglichkeit, Job zu verlieren. Die Frau Münsterpost in Zürich. Ein Jahr lang arbeitet Marcello hier als Aushilfe. Er bemerkt, dass jeden Monat im Innenhof der Post Geldkisten für die Nationalbank bereitgestellt werden. Kisten gefüllt mit Millionen von Franken. Und er sieht, dass die Sicherheitsbeamten nie bewaffnet sind. Das erzählt er seinem Bekannten Giuseppe. Dann habe ich gefragt, ob er jemanden kennt, der eine solche Arbeit machen kann. Also, weil ich selber kannte ich niemanden, also Kollegen, die das für mich machen könnten. Also, ich komme nicht von einer Familie von Räubern, wie jemand denkt. Oder ich habe auch selber keine Kollegen, die Kriminelle sind. Der einzige Kriminelle, den ich kenne, meine ehemalige Bestfreund, hat sich einen Monat die Führerschein nicht mehr gehabt für die Polizei. Sonst, das ist der einzige. Dann habe ich ihn gefragt und er hat mir bekannt gemacht mit diesem Elias. Und diesem Elias gefällt die Idee, bei der Post einfach so ein paar Millionen abzuholen. Er übernimmt das Raubkommando, trommelt vier Männer zusammen und beauftragt Marcello, den Innenhof der Post zu fotografieren. Marcello wird von den Überwachungskameras der Post beim Fotografieren gefilmt. Niemand ist misstrauisch, keiner traut ihm etwas Böses zu. Er hat den Übernamen Sali Grüezi, weil er immer so freundlich ist. Er übergibt die Fotos seinen Komplizen. Die meisten von ihnen sieht er zum ersten Mal am Vorabend der Tat. Als du ihn das erste Mal gesehen hast, was hast du gedacht? Marcello Di Santo. Ich habe nichts von ihm gedacht. Ich dachte, das ist so Gimmifreak oder so. So einer, der vor dem Computer den ganzen Tag sitzt. Und hast du gedacht, das stimmt? Er hat doch dann andere, ein paar Leute eingeladen, dass er Fotos macht und kam dann, wenn meine Fotos sieht, habe ich gesagt, Millionenhöhe. Meine Großmutter,
erzählt er seine Großmutter oder mir in Millionenhöhe. Dann hat er Fotos gemacht und so, und dann war er noch glaubbar. Und wann hast du gedacht, ich mache mit? Wo ich Fotos gesehen habe. Marcello schmuggelt ein paar Wochen vor dem Raub sogar Elias in den Postinnenhof, damit dieser sich selbst davon überzeugen kann, wie durchlässig das Sicherheitskonzept der Post ist. Und die Foto hat immer bei sich selbst. Und ich habe, bevor wir uns verlassen, habe ich ihm gesagt, gibst du mir die Foto, ich werde das wegschmeißen. Und er sagte, nein, ich brauche es. Ich muss wieder etwas erklären an die Jungs, so etc. Ich brauche noch. Und dann habe ich gesagt, okay, aber nicht vergessen zu verbrennen etc. Ja, ja, kein Problem, ja. Der erste Fehler von Elias, aber das weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Kurz vor dem großen Tag muss Elias Marcello beruhigen, denn dieser bekommt plötzlich Angst vor seinem eigenen Mut. Ein Tag bevor die Überfall. Habe ich an Elias gesagt, kann man nicht einen Monat Verspätung machen, also später oder so, weil es ist nicht so sicher im Moment. Warum hast du das gesagt? Weil langsam verstehe ich, was passiert. Hattest du Angst? Ein bisschen habe ich bekommen, ja, nachher. Also bevor die Überfall habe ich gemerkt, was wirklich los war. Aber war zu spät. Die anderen waren schon bereit, hatten schon sich organisiert. Es war schwierig. Ich war schon involviert, also plötzlich. Ich konnte nicht mehr draußen. 1. September 1997. Mit einem gestohlenen Fiat Fiorino stehen die Täter vor der Frau Münsterpost in Zürich. Elias A. und Domenico S. sitzen vorne im Wagen. Im Laderaum liegen Hassan B., Dieter M. und Zoran unter Wolldecken versteckt. Zur gleichen Zeit stehen im Posthof Kisten mit rund 70 Millionen Schweizer Franken für den Transport zur Nationalbank bereit. Marcello Di Santo ist an seinem Arbeitsplatz in der Post und gibt telefonisch das Okay. Der Portier öffnet die Schleuse. Er glaubt, er habe es mit Kollegen von der Telekom zu tun. Marcello verfolgt den Überfall auf den Monitoren im Postbüro. Dann habe ich diese Wagen gesehen, das kommt rein, diese Fiorino, glaube ich. Und dann... Das war automatisch, habe ich die 4-5 Leute gesehen, das kommen draußen plötzlich von diesem Wagen und dann ist alles schneller gegangen. Und meine Kollegen, meine Arbeitskollegen haben geschreit, ein Überfall, aber niemand hat die Alarm gedrückt. Das war wirklich nur viel später, jemand hat die Alarm gedrückt, eine alte Mensch, das war dort. Marcello sieht, wie seine Komplizen aussteigen, mit Waffen herumfuchteln und die Postbeamten bedrohen. Die Waffen sind nicht geladen, doch das weiß natürlich niemand. Ich war schon ein bisschen nervös, man merkt man. Also, aber trotzdem habe ich auch Sorge gemacht. Also habe ich gesagt, nein, stimmt nicht, das kann nicht sein. Auch wenn eine Arbeitskollegin bei uns gekommen ist. Geschreit, es ist ein Überfall. Dann haben wir gesagt, nein, sicher nicht. Was sagst du, was erzählst du? Nervös sind auch die Räuber im Posthof. Es läuft nicht alles rund. Sie bedrohen die Postangestellten. Elias lässt in der Aufregung seine Waffe fallen. Und Zoran ist unter den Wolldecken im Fond des Wagens eingeschlafen und dann kann er nicht aussteigen. Erst muss die Kindersicherung entriegelt werden. Es hat immer geheißen, du seist schick geschlafen, ich hätte jetzt zuerst müssen wecken. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich hätte so lange müssen warten. Ja, vielleicht. Boah, ich habe es vergessen, lange Zeit her. Stimmt es in dem Fall? Ja, ich habe ja eingeschlafen. Also es kann sein, boah, ich habe lange Zeit her, schon seit 5 Jahren. Wenn ich wäre jetzt.